Hallo Wassermänner, herzlich willkommen zu eurem Monatsreading für den Mai 2023. Ja, alle, die hier neu sind, begrüße ich hier aufs Herzlichste bei Löwenherz Lenemann und bei meinen alten Zuschauern bedanke ich mich wirklich recht herzlich für eure netten Kommentare, Likes und Abos und auch die Mails, die mich privat erreichen. Ja, vielen lieben Dank dafür. Freut mich sehr, sehr, dass dieser Kanal hier wächst. Und ich weise nochmal auf den Thanks-Button drauf hin. Wer mir da einen kleinen energetischen Ausgleich geben möchte, würde ich mich echt drüber freuen, weil es macht hier alles ziemlich viel Arbeit und bis zum fortlaufenden Reading halt ist das ja auch hier alles kostenfrei. Und ja, wer da mag, kann mir gerne was zukommen lassen. Ich freue mich wirklich auch über 20 Cent. Genau, jetzt bin ich gegen meine Kamera gekommen. Das ist ein Zeichen, ich soll aufhören zu reden, sondern mit eurem Orakel beginnen. Was tue ich hier? Für die Wassermänner. Mai. Wir schauen ja hier vornehmlich auf die Liebe. Und jetzt schauen wir erstmal, was in euren Gedanken hier so los ist. Womit beschäftigt ihr euch gedanklich? Und ja, was schlummert in eurem Unterbewusstsein, was so allmählich an die Oberfläche kommt, was Konturen annimmt? Eure Gedanken. Für die Wassermänner. Okay, die beiden nehmen wir. Und womit beschäftigt ihr euch? Müsst ihr euch im Mai auseinandersetzen? Was ist die reale Welt, die Realität? Da haben wir das Buch als Hauptenergie. Und da sind zwei, die wollte auch noch raus, deswegen nehme ich die. Die sind nämlich beide hintereinander weg rausgesprungen. Und jetzt kommen wir zu dem Outcome, die nächsten Schritte. Und ich sehe gerade, ich muss das hier ein wenig hochschieben, damit ihr die letzte Reihe auch noch sehen könnt. So wird es gehen. Zwei Karten noch für die nächsten. Bitte, was ergibt sich daraus für die Wassermänner? Eine Karte noch. Eine Karte noch für die Wassermänner, für die nächsten Schritte. Was ergibt sich daraus im Mai für die Wassermänner? Wir klären natürlich gleich wieder mit Lenormand, aber erstmal kommen wir hier in die Deutung von den. Wir klären natürlich mit dem Tarot, Entschuldigung. Komm jetzt in die Deutung mit den Lennemann. So, ich finde das ja immer sehr spannend, was bei euch im Leben hier so los ist. Als Hauptenergie das Buch. Nach dem Kreuz, also, ihr seid irgendwie ein bisschen zum Schweigen hier verdammt. Und wir haben den Ring und den Sarg hier, ja. Es geht um eine Beziehung, um eine Verbindung. Dass die sich hier auflöst, dass sie zu Ende ist. Wir schauen aber gleich weiter, um was es natürlich geht. Ja, das ist so die Thematik hier im Mai, die euch beschäftigt. Gedanklich ist es bei euch so: Ihr wisst, ihr müsst hier in Rückzug gehen, auf Distanz zur Trennung. Es gibt hier keinen Neubeginn. Also das mit Sicherheit. Erstmal ist angesagt Rückzug. Das ist in eurem Kopf drin, weil es ist hier etwas im Verborgenen, ja. Ihr dürft über etwas nicht reden. Oder meint es, ihr dürft darüber nicht reden. So ein bisschen zum Schweigen verdammt. Vielleicht nenne ich dieses Feeling auch so. Zum Schweigen verdammt, ja. Wir schauen aber gleich jetzt mit den Tarotkugeln an die Klärung. Was kann man aus dem Tarot noch für die Wassermänner hier sagen? Da haben wir sieben der Münzen und die Gerechtigkeit. Klassische Geduldskarte, ne? Sieben der Münzen. Man hat hier was in Gange gesetzt und wartet darauf, dass man die Früchte hier ernten kann. Aber man muss hier Geduld haben. Ihr seht hier, die eine Münze ist schon da, zwischen den Beinen. Das sieht dieser Mensch nicht. Also dieser Prozess ist voll in Gange. Aber es ist noch nicht so weit, dass man hier sein Schweigen brechen kann,
weil wir haben die Gerechtigkeit und eine große Arkana. Hier muss erst was in Ordnung gebracht werden. Und zwar so in den Ausgleich gebracht werden, dass man drüber sprechen kann. Dabei ist das hier schon. Also ihr seid schon dabei. Du oder dein Gegenüber oder ihr beide, ihr seid dabei, hier was vorzubereiten. Aber es ist jetzt noch nicht an der Zeit, dass man hier sprechen kann drüber. Und es geht hier um eine Verbindung. Und ich sehe hier diese Geschichte. Es geht hier um eine Freundschaft, wo mehr draus geworden ist. Das kann ich hier sehen. Ich muss das hier im Kontext lesen, weil es hier sehr eng gestrickt ist zueinander. Die Gedanken, was ist und was kommt. Also ihr könnt über eine Verbindung nicht sprechen, weil die sich so aufgelöst hat, weil es nicht mehr Freundschaft ist, weil das mehr ist als Freundschaft. Und das muss vorbereitet werden. So kommt mir das hier so rein, wenn ich das hier so im Kontext sehe. Und man muss Geduld haben. Geduld mit dem Hund angezeigt und Geduld mit den 7 der Münzen. Und ich möchte, dass hier weiter werden, natürlich. Oh, siehst du? Gut, dass ich immer 2 Decks nehme. Das ist dann immer eine doppelte Bestätigung hier. Nochmal die Gerechtigkeit. Es muss hier erstmal was klar gemacht werden, was in die Balance gebracht werden. Dann haben wir Rat des Schicksals. Du gehst in eine komplett neue Richtung. Und Mick, ich glaube, es geht hier auch um euer Umfeld, wie auch immer ihr konstellierter seid. Das kann man nicht auf einmal so sagen, okay, der ist jetzt 30 Jahre mein Freund gewesen. Und jetzt sind wir ein Paar. Also, wisst ihr, was ich meine? Vielleicht sind da Kinder ins Spiel, gemeinsamer Freundeskreis, wie auch immer. Es ist jedenfalls eine Entscheidung, die aus euch kommt. Hier Rat des Schicksals, es kommt von innen heraus. Ne? Es ist keine Beeinflussung von außen, die euch dazu zwingt, wie der Turm, sondern das ist eine Entscheidung, die ihr innerlich vorantreibt und die ihr auch anstrebt letztendlich. Nur ihr wisst beide wahrscheinlich, hier muss noch was getan werden. Und Gerechtigkeit, ja, nimm es mal wortwörtlich auch, ne? Es soll gerecht sein. Es soll nicht jemand auf der Strecke da bleiben mit einem blöden Gefühl. Also, ihr wollt das richtig konkret hier aufbauen und ihr nehmt das Zepter hier in der Hand. In die Hand, Entschuldigung. Oder du. Jeden Fall. Auf dein Gegenüber schauen wir ja dann später nochmal. Noch die kleine Gerechtigkeit. 6 der Münzen. 6 der Münzen. Seht ihr, wie dicht beieinander das liegt? Was ich hier auch sagte, liegt hier schon, die Lenormands liegen hier schon so dicht beieinander. Und die Tarotkarten, das ist die 6, das ist die 7, zweimal Gerechtigkeit, das liegt hier auch. Sehr dicht beieinander, das ist schon wirklich so ein Schritt nach dem anderen, aber die Zeit geht auch immer schneller. So, jetzt haben wir Ritter der Stäbe. Eine Karte noch. Zwei der Stäbe. Jetzt haben wir die Stabkarten. Was hat die Welt mir zu bieten? Zwei der Stäbe. Es geht hier um Leidenschaft, die erweckt wurde. Es geht bei den Ritter der Stäben, der ist wahnsinnig intensiv. Ist das nur ein Strohfeuer oder kommt da mehr? Der Ritter der Stäbe kann auch auf einer Fähre stehen. Das ist ganz heiß, ganz hot und kurzer Zeit später ist das Feuer aus. Ja. Eure Neugier ist auf jeden Fall mit den 2 der Stäben geweckt. Ihr seid sehr zuversichtlich. Für mich ist das immer die Zuversichtskarte, dass da mehr draus wird als nur ein Strohfeuer. Aber es braucht auf jeden Fall Geduld. So schnell geht's nicht. Wir haben jetzt, was ich hier schon sagte, 6 der Münzen, die kleine Gerechtigkeitskarte. Ja, es geht hier wieder um den Ausgleich. Man muss hier erstmal mit kleinen Schritten anfangen, um dieses große Überthema Gerechtigkeit, ja, das sehe ich so als Überschrift, Gerechtigkeit. Es soll gut werden, jeder soll sich gut dabei fühlen und da muss man halt
mit kleinen Schritten anfangen. Was hier in den Ausgleich, in die Balance, in die Harmonie zu bringen. Und dafür braucht man Geduld. Ihr seid zuversichtlich und seid auch in der Geduld, weil euch das bewusst ist. Ihr erhofft euch auf jeden Fall mehr, als dass das nur ein Strohfall ist. Vielleicht kennt ihr ja tatsächlich diesen Menschen schon 1000 Jahre und es hat sich was draus ergeben. Also dieser Mensch wird euch jetzt von Charakter her nicht mehr überraschen, denke ich, wenn ihr den schon lange kennt. Dann haben wir den Null. Ja, man möchte hier. Der Narr, der ist ja auch sehr, der vertraut, ne? Der ist mit kompletten Vertrauen. So ist auch deine Energie. Also komplett sich dem hingeben und man weiß hier, es wird alles gut. Ich bin hier voller Zuversicht, dass man hier was Neues starten kann. In einer leichten Energie. Ja. Eine Karte noch hier aus dem Tarot. König der Kelche haben wir hier. Da werde ich gleich noch mehr drauflegen. Den König der Kelche, man kann sie auch anders sehen. Also der König der Kelche kann auch ist natürlich ein sehr empathischer König, ein empathischer Mensch, der zuhört, der Verständnis hat. Aber es kann auch in einer Negativenergie, das hatte ich oft im Mai auch schon, so ein bisschen Drama Queen sein, sage ich mal. Drama King, Drama Queen, der aus jedem ein Drama macht, ja. Das werde ich gleich nochmal klären. Ich werde nochmal hierzu kommen, was ich hier sagte. Also, aus Freundschaft wird hier mehr. Und so gesehen brauche ich für eine Entscheidung ganz einfach Geduld, weil das eine brisante Situation hier ist, ja. Und jetzt werde ich nochmal hier auf den König der Kelche. Oha. Die Liebenden. Eine Liebe auf Augenhöhe. Der Wagen, auch eine spannende Karte, finde ich. Es steht auch immer für eine Entscheidung, ja. Welche Richtung fahre ich denn jetzt? Rechts, links? Das heißt hier, ich bin der Schöpfer. Ich habe es in der Hand, in welche Richtung ich hier fahre. Und es geht auf jeden Fall voran. Der Wagen geht mit großen Schritten voran. Und dahin möchte man auch kommen. Man möchte hier die Liebenden, die Beziehung auf Augenhöhe, also die gleichberechtigte Liebe, hat auch viel mit Selbstliebe zu tun, ja, diese Karte, das geht um Selbstliebe, nur wenn ich mich selbst liebe, kann ich den anderen auch lieben, wenn ich mich selbst respektiere, respektiert mich der andere, diese Geschichte. Und hier ist es wirklich so, dass hier du die, ich glaube, die Zügel hier in die Hand nimmst und es geht hier um mehr. Es geht hier vielleicht auch wirklich um zusammen ziehen, auswandern oder also wirklich einen großen Step machen. Das ist nicht nur, wir versuchen es mal, sondern wir machen das jetzt so. Und das soll gut werden. Und deswegen nehme ich mir Zeit dazu. König der Kelche ist auch dies. Ich glaube, das geht hier auch um die anderen, nicht nur um euch beide. Ich glaube, ihr seid euch einig. Aber das schauen wir, wie gesagt, gleich nochmal auf dein Gegenüber speziell. Dass man die anderen hier mitnimmt, emotional. Also dieses Verständnis auch aufbringt. Dass man nicht hier so einfach sagt und tschüss. Dass man emotional auch den anderen gegenüber Verantwortung übernimmt. Ich glaube, das ist hier der König der Kelche. Dann, das ist deine Position. Das wirst du tun, weil du hast hier den Wagen, du nimmst hier das Zepter so ein bisschen in die Hand, das emotionale Zepter, sage ich mal. Krebskarte, Zwillingskarte haben wir hier und Waage natürlich. Ich nehme noch mal hier dieses große Tarot. Was kriegen wir dann noch hier raus? Was ist da noch für zu sagen, zu beachten?
zwei der Münzen. Ich intuitiv, es ist im Mai wirklich so, ich habe so viel Doppelkarten hier, das resoniert so sehr bei einer, ich glaube, das war bei fast allen Legungen so. Und hier haben wir es auch. Zweimal die Gerechtigkeit, ein bisschen Hauptthema. Zweimal König der Kelche. Es geht hier auch viel um das Umfeld, was man so hinterlässt, glaube ich, ja. Man möchte das hier wirklich große Überschrift gerecht haben. Zweite große Überschrift, emotional die Menschen mitnehmen. Verantwortung dafür übernehmen. Zwei der Münzen. Geht es auch so, ist eine Entscheidungskarte, aber ich sehe, dass hier alte Themen auch nochmal wieder hochkommen, die schon vielleicht vergangen sind, ja, wo du vielleicht schon mal vor einer Situation gestanden bist und erinnerst dich dran, wie bist du damals damit umgegangen? Jetzt muss ich es irgendwie anders machen. Also es kommt nochmal so ein Thema hoch, wo du merkst, nee, vielleicht mache ich das jetzt anders. Ich bin hier reifer, erwachsener geworden. Ich übernehme jetzt emotionale Verantwortung dafür, ja. So sehe ich die Richtung hier. Das finde ich sehr schön. Wir schauen mal mit den Aspekten. Jetzt noch mal eine Karte dazu. Saturn, ja, was habe ich gesagt? Es geht hier auch echt um Verantwortung. Da haben wir den Verantwortungsplanet. Grenzen, Lektion, der Grenzen setzt, also der das nicht einfach nur so macht, der wirklich sagt, okay, dafür bin ich verantwortlich, so weit kann ich gehen. Und Lektion, ja. Vielleicht lernst du hier aus einer Sache aus der Vergangenheit, da kommt ein Thema nochmal hoch und du merkst, okay, diesmal mache ich es wirklich so. Ich setze hier Grenzen auch. Ich mache das wirklich realistisch. Ne? Der Saturn hat auch viel mit Realität zu tun. Was ist denn möglich? Möglich ist nicht, ich fliege jetzt nach Las Vegas und heirate oder so. Möglich ist, dass ich es erstmal vorbereite, dass ich die Menschen emotional darauf vorbereite, dass ich mir auch eine Verantwortung gegenüber habe und diese Geschichten. Und das finde ich gut. Also du startest hier so ein bisschen im Kleinen. Ich erinnere noch mal 6, 7. Also es sind so Schritte, die du vornimmst. Aber mit dem Großen hier, die Zügel hier in die Hand zu haben. Und ja, was ich dir schon sagte, du willst, dass es läuft, aber mit Verantwortung und emotionaler Verantwortung vor allen Dingen. Finde ich sehr schön, sehr gut, die Energie. Und jetzt nehmen wir noch mal eine Arme. Ne, das sind jetzt das halbe Deck, will ich nicht. Möchte ja nur eine Karte. Was sagen die Amtsbotschaften noch dazu? Vielleicht ist das jetzt von deinem Gegenüber schon eine Botschaft. So, tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was du für richtig hältst. Ja, und das tust du. Du lässt dich dann nicht beirren, was dein Wert ist, das tust du. Finde ich gut. Wenn du damit in Resonanz bist, schau dir das Reading an, was ich dir hier unter verlinke auf den Gegenüber. Wie sieht der das Ganze? Ist der auch so in der Realität wie du und will das aufbauen, Verantwortung übernehmen? Da schauen wir hin. Ansonsten private Readings, Beratung, astrologisch oder eine Kartenlegung. Schreibe mich gerne an. Verlinke ich dir auch die Adresse. Und wie gesagt, über einen kleinen energetischen Ausgleich über den Thanks-Button würde ich mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich dir einen tollen Mai. Mach's gut, dein Löwenherz.